Welcome back to Pokémon Rubin. So, ein Let's Go to Sega City. Kann sein, dass ich ein bisschen zu laut spreche, aber egal. Je lauter ich rede, desto besser versteht ihr mich. Und ja, hier können wir surfen, tun wir das auch. Und hier finden wir absolut gar nichts. Okay, hat sich total gelohnt. Okay, surfen wir einfach mal zurück. So, oh, verdammt. Kurz vor dem Ende des Surf-Dingens taucht ein wildes Meryl auf. Unglaublich, diese Marys. Doppelteam. Boah, ich übersteuere hier gerade extrem. Ich mach, Moment. So, ich glaube. Ach, verdammt, das ist immer noch. Nee, ich werde meine Lautstärke wohl senken müssen nach dem Part. Weil ich glaube, ich ein wenig zu laut gerade spreche. Naja, kann man nichts dagegen machen. Ich kann ja auch versuchen, leise zu reden. Okay, dann versuche ich jetzt einfach ganz normal zu reden, so ungefähr. Obwohl ich glaube, es ist immer noch zu laut. Ich übersteuere immer noch zu extrem. Moment. So, ich glaube, es müsste besser sein. Ich spiele jetzt ein bisschen mit Camtasia rum, ne? Live ist ja total unschlimm sowas. Und der hat eine unglaubliche Geschichte zu erzählen. Kämpf gefälligst. Na gut, danke für deine Geschichte. Und jetzt kämpfen wir als Belohnung quasi, da seine Geschichte so spannend war. Ja, ich trinke gerade was. Hab gerade vielleicht ein... Ihr müsstet vielleicht gerade ein... Plupp-Geräusch gehört haben, so ungefähr. Ja, das war meine Flasche. Und das ist meine Zahnbürste. Keine Ahnung, warum meine Zahnbürste neben meinem PC liegt. Damit ich halt mal Zähne putzen kann. Und da ist mein Joint, ne? Der ist ganz gut, frisch vom Dealer. Nee, Spaß, ich bin kein Dealer oder Kiffer oder was else. Ich bin ja noch ganz klein. Wie soll ich denn da kiffen sollen? Wie, auch egal. Ich fange mal wieder an, Scheiße zu quatschen in diesem Part. Und Level 32 für Absol. Ich habe verloren. Ja, das hast du. Okay, ich würde sagen, hier finden wir einen Ball oder einen Hypertrank, auch genannt. Und ich finde es sehr schön, wie hier die Wolken in den Pfützen spiegeln. Fast so wie eine LSD-Droge. Okay, ich sollte am besten damit aufhören, sonst steht noch die Polizei vor meiner Haustür und fragt, wo sind die Drogen, ne? gib dieser Box einen Stoß und ein Pokériegel kommt raus. Ja, überhaupt nicht zweideutig, sowas, ne? Und dieser Pokémon-Riegel wird von einem Pokémon gefressen. Ne, weiß, was soll ein Pokémon denn sonst damit machen? Etwa in den Abfalleimer schmeißen oder was? Es ist ein Ausdruck der Liebe, richtig? Ne. Oh, es ist wichtig. Das muss ich halt eigenen Eindruck verschafft. Hier, das kannst du haben. Ah, die gibt uns trotzdem Beere. Okay, ich dachte, man muss immer Ja nehmen, damit man eine Beere kriegt. Okay. Magobeere. Das ist eine seltene Beere. Ich hoffe, du gehst sorgfältig mit dir um. Ja, das tue ich. Okay, wie zermatsch ich die jetzt ein bisschen? Egal. Pussifbeeren. Heilen, glaube ich, Verwirrung, glaube ich. Ich bin mir nicht so sicher. Und da ruft gerade so ein Meinungsinstitut an. Die rufen schon die ganze Zeit an, da würde ich am liebsten durch den Hörer scheißen, sodass am Ende endlich Spaghetti raus, Kacke hier rauskommt. So wie bei Gronkh. Naja, egal, wir sind hier jetzt mit Gronkh zu reden oder was else. Ich komme eh nicht an seinen Let's Plays heran. Gronkhs Let's Plays sind... Puh! Die sind ein Universum weiter höher als meine Let's Plays. Ich mache ja noch so ganz einfache Let's Plays. Ne? Ich kommentiere so aus Spaß. Ich kommentiere gerade das, was ich gerade Lust habe. Ne? Nana Bären. Seht ihr zum Beispiel das? Da ist ein spontaner Kommentar. Das ist immer diese Stimmveränderung zum Beispiel. Wenn ich eine Nana Bäre einsammle. Himibäre. Oh. Da kann man ja den Himmel sehen. Deswegen heißt sie Himibäre. Okay. Ich soll jetzt aber nicht so übertreiben. Sonst, ja. Sonst geht das Geflame los. Surfen wir weiter. So, Velsa. Später wirst du deinen Surfer nicht mehr können, sondern anstatt Surfer wirst du dann Taucher beherrschen. Okay, das war ja sehr eine schöne Ausbeute. Ein Hyperheiler, um einen See zu surfen. Ne, wenn ihr einen Hyperheiler wollt, dann müsst ihr einfach um einen See rum surfen oder durch den See, dann gibt euch so ein Bademeister oder was else ein Hyperheiler. Als Belohnung. Ich werde
die Techniken deiner Pokémon übernehmen und neue Ninja-Techniken daraus entwickeln. ja. Ich trinke wahrscheinlich einen Schluck darauf, ne? Während du deine Ninja-Techniken entwickelst, trinke ich einen Schluck, ne? Damit du meine Pokémon gut analysieren kannst. Okay. Unser Absol ist schwach. Hat noch 29 Erfahrung. KP, Erfahrungspunkte sind es nicht. Aber ich treffe trotzdem mit Aeoras, weil ich glaube, dass Tomorrow nicht so besonders stark ist. Und das werde ich jetzt bereuen, das, was ich gerade gesagt habe. Noch nicht. Das aktiviert so eine Spezialkraft von Smogon, wenn ich sage, dass Smogon scheiße ist. Was es ja auch ist. Nee, Spaß. Smogon ist ganz gutes Pokémon. Hatten wir ja auch im Team Rocket Let's Play als Starter. Darum würde ich euch sagen, dass ein Starter scheiße ist. Jeder Starter ist eigentlich gut und mit dem Doppelteam kannst du mich so wenig beeindrucken wie eine alte Oma beim Netto oder keine Ahnung. Mir fällt kein Vergleich ein, deswegen sage ich jetzt einfach mal sowas. Okay, Nelson. Haha! Die Entwicklung deiner Ninja-Technik bleibt ein Traum! Okay. Mann, bin ich hier lustig drauf gerade. Naja. Hab ich auch gerade ein bisschen rumgealbert. Ich habe gerade mit meiner Webcam ein bisschen Blödsinn gemacht. Ein paar Scheiß-Videos, die kein Mensch auf der Welt sehen will, weil sonst mein Ruf dermaßen ruiniert wäre. Wer magst du sein? Suchst du etwa nach antiken Ruinen, von denen die Legende sagt, sie sei hier zu finden? Ja, vielleicht baue ich so ein Video am Schluss ein, wenn ich Lust habe. Quasi so als Outtake-Video, wenn ihr wollt, natürlich. Ich persönlich bin strikt dagegen, das ist ja alles nur private Scheiße, was ich da mache, ne? Ein bisschen herumalbern, naja. Okay, ich suche jetzt mal was, um Absol ein bisschen zu healen. Haben wir was zum Healen? Ja, wir haben einen Hypertrank. Haben wir eigentlich noch Sprudel oder sowas? Wir scheinen keinen Sprudel mehr zu haben. Das heißt, wir müssen jetzt einmal einen Hypertrank verwenden. Was eine Verschwendung ist, 77 KP zu heilen, obwohl ein Hypertrank 200 heilen kann. Nicht vergiften! Gut. Sonst hätte ich dich jetzt ja Aeorast. Das ist nämlich mein Ass in er. Mein Ass im Ärmel. Absol ist mein Ass. Und um euch zu zeigen, warum es mein Ass ist, erhöhe ich erst einmal die Trefferquote oder den Fluchtwert. Fluchtwert ist es. Nein, na gut, Sandwirbel. Braucht mir ja zu jucken. Absol trifft mit seinem Aeorast sowieso ständig. Da kann er von mir aus 6-mal Sandwirbel einsetzen und vielleicht sogar noch Doppelteam. Unser Aeorast trifft immer. Ja, mach ich weiter, genau, stört mich nicht. Wenn du weiter mich mit Sand beschmeißt, erhöhe ich weiter meinen Fluchtwert und später auch noch meinen Angriffswert. Und dann, ja, dann heißt es Ritzattacke gegen Sander, ne? Mit Aeros. Nicht vergiften! Gut. Weil sonst wäre ich jetzt ausgerüstet, ne? So ein kleiner Baby-Ausraster. Er hat mein Absol vergiftet! Okay. Alter, bin ich hier krass drauf, Ralf. Wahrscheinlich mache ich mir gerade tausende Fans. Okay, tausend ist übertrieben. Sagen wir mal einen. Ne, einer ist ganz gut. Wahrscheinlich mache ich mir gerade einen Fan mit der Scheiße, was ich hier gerade abtreibe. Themawechsel. können wir noch einmal doppelt... Ja, können wir. Nicht treffen. Nein! Er hat getroffen. So ein Scheiß. So, jetzt hat Doppelteam. Ach so, okay, voll. Ist schon auf maximal. Okay, das heißt, wir erhöhen jetzt unseren Angriffswert. Nämlich mit Schwerthans. Und zwar 3-mal. Dann ist der Angriff plus 6 erhöht. Dann ist unser Absol quasi ja unbesiegbar. Es sei denn, es wird jetzt vergiftet. Gut. So, normal Schwerthans. Ja, sorry, dass es ein bisschen lange dauert, aber das ist so die Taktik von Absol, da kann man nichts dagegen machen. Natürlich kann ich auch einfach Aeros einsetzen jetzt und die Sandern einfach zu Tode quälen, aber ich möchte es kurz und schmerzlos machen, indem ich einfach nur eine mächtige Attacke auf Sandern loslasse. Das ist viel gesünder für Sandern und ja, tut auch nicht so arg wie wenn ich den jetzt mehrmals attackiere, ne? Ich meine es nur gut mit Sandern, ne?
Okay, tschüss dann. Maximal Kraft. Und Iowas trifft immer. Wohlgemerkt. Und vielleicht sogar immer als erstes. Wenn ich mich nicht irre. Hier ist Sande Nummer 2, Ayoras und Sande Nummer 2 ist Geschichte. Dann kommt wahrscheinlich Sandama und diese Sandama wird dann auch Geschichte sein. Das ist meine Vorhersage für die nächsten kommenden Wochen. wie das Wetter zum Beispiel. Sandama. Und die Pokémon-Vorhersage. Ein zerschnittenes Sandama, gekillt durch Ayoras. Mit mehr müssen sie nicht rechnen. Verdammt, was bin ich für ein scheiß Wetterkommentator? Ich gehörte in den... Okay, ich sollte... falls ihr irgendwie mich einstellen würden... falls ich mich irgendwann bei euch vielleicht als Wetterkommentator bewerben möchte, dann nimmt mich nicht an. Sagt einfach, verpiss dich, du wärst hier nicht hin. Und ja... Mach ich hier irgendwie für eine Scheiße. Ich will hier irgendeinen Bullshit, den kein Schwein irgendwie braucht oder kapiert. Naja. Wahrscheinlich bin ich jetzt schon in Phase 1, weil ich so lange aufnehme. Dabei sind wir gerade 10 Minuten in der Aufnahmesession drin gerade. Ja, die Route, die ging hier auch recht schnell. Machen wir uns weiter auf den Weg nach Sega Soul City. So, Route 121. Nein, Hexe! Auf der Welt gibt es nicht mehr die Lieder des Verständnisses liegen. Ja, ich weiß. Ich weiß. Okay, du blöde Hexe. Wer ist Brunhilde? Okay. Kannst du nicht Gunda Gaukelei heißen? So heißt ja die Hexe von diesen Donald Duck Comics, soweit ich mich erinnern kann. What the fuck? Jungblut ist immer noch nicht entwickelt. Ich sollte mich schämen. Okay, ich schäme mich genau jetzt, oder? Und setze mir hier Tom ein. Jetzt hoffe ich bloß, dass keine Attacke kommt, die Nina Tom trifft. Erstaune vielleicht könnte kommen, aber ich glaube, Torster kann mit Level 30 kein Erstaune mehr. Ich riskiere es einfach mal mit geilen Power. Ach komm, jetzt rufst du deinen Schwanz-Pokémon zurück, ey. Nein, nicht Zwirlicht, Geist-Pokémon. Nein, geilen Power funktioniert nicht. Oh. Na gut, wenn du wechselst, wechsle ich auch. Auch, ja. Ausgleichende Gerechtigkeit quasi. Ich nehme... Boah, Absol kann... Ja, Absol. Kann eine Unlichtattacke, nämlich bis... Ich setze Absol ein. Nein! Nicht Verfolgung, du Schwanz! Oh! Leck mich, Schwanz. Okay, bis... Das war für mein... Na, komm, warum sind wir so knapp? Das gibt's doch nicht. Scheiß Verfolgung. Verfolgung ist der Anti gegen meinen Ninja Tom. Tschüss, Zwillicht. Du wirst nie mehr das Tageslicht erblicken, weil du jetzt down bist. So, und zwar für alle Ewigkeit. Verdammt, jetzt hätte ich Ninja Tom einsetzen müssen können. What else? Egal, nochmal Biss. Unlicht gegen Psycho, sehr effektiv. Sogar Volltreffer. Tschüss, Rassler. Okay, Brunhilde, diese Hexe ist down. Ich habe verloren. Ja, sieht so aus. Oh, hier sind nochmal weiter Bären. Okay, hier wachsen sehr viele Bären und sehr viele Pokémon. Ach Mensch, nein, du lässt mich wahrscheinlich nicht wieder fliehen, richtig? Weil du so kampfeslustig... Ja, natürlich, weil du so kampfeslustig bist. Kampfeslustig ist ein Wort, das ich gerade erfunden habe. Und tschüss. So, okay, ich schnapp mir schnell die Persenbären, die zwei Stück. Bla bla bla, hör auf mich voll zu sülzen hier mit diesem Textgeleier hier. Eine Vagina-Bäre, ich meine Fragia-Bäre. Okay. Irgendwie werde ich hier viel mehr vulgär in meinen Let's Plays, das möchte ich doch gar nicht. Ich möchte ja Let's Plays für jedermann machen und nicht nur ab 18. Dann sind meine Videos irgendwann mal alle ab 18, weil ich so scheiß perverse Ausdrücke sage. Naja. Egal, wir sind hier ja völlig offen. Denn das ist YouTube. Doppelkick. Bist du eigentlich wild oder ein Pokémon? Ja, das ist wild, ne? Warum kämpfe ich dann eigentlich? Weil es mir nicht fliehen lässt. Ach so, stimmt, ja. Lass mich fliehen. Danke. Sehr freundlich von dir, Geradax. Okay, was möchtest du? Stopp! Halt, stopp!
schau dir meine wunderbaren Pokémon gut an! Na gut, das ist Andreas Frau, Andrea. Oh, das wäre jetzt geil gewesen, wenn die wirklich Andrea heißt, oh mein Gott. Ey, Kecleon. Ich trink mal schnell einen Schluck. Okay, Kecleon passt sich ja immer dem Typ an, nachdem es vor dem es angegriffen wurde. Ich wechsle jetzt einfach mal zu Velser. Velser? Ich nehme Velser. Warum nicht? Velser ist ein gutes Pokémon. Müssen wir auch trainieren, ne? Ach komm, zerkratzt doch nicht mein Velser. Ich hab seine Haut gestern erst frisch gebürstet und du zerkratzt sie einfach wieder. Schönen Dank auch, Kecleon. Du scheiß Chamäleon. Okay, ich gönn dir ein Päuschen, Velser. Schlaf mal eine Runde. Schlafen kannst du später. Erstmal ist schlafen, ne? Gut. Gut, dass wir Minotaur nicht eingesetzt haben, weil Minotaur ist ja eh da. Da wäre ich jetzt überrascht gewesen, dass der Schlecker gegen Minotaur einsetzt. So, Schnarcher. Wobei, Kecleon kann ja auch Finte, ne? Egal. Arme Schnarcher. Velser ist ein total lauter Schnarcher. Kennt ihr eigentlich jemanden, der total laut schnarcht? Also von eurer Familie oder Verwandten? Was else? Verdammt, jetzt will ich schon wieder darauf hinweisen, dass du einen Kommentar schreiben sollst. Das möchte ich doch gar nicht. Okay, schreibt da keinen Kommentar unter der Box, ne? Oh Gott, ich werde immer Abo-geiler. Irgendwann bin ich so Abo-geil wie, wie heißt dieser Fritz da? Wie Herr Tutorial. Oder Simon Desu. Das sind auch recht Abo-geil, die ganzen Leute da, die über 100.000 Abos haben. Naja. Ach, schade, dass unser Velser keine Intensität mehr kann. Danke auch. Jetzt bin ich ganz frustriert und wechsel zu Voltenso. So, Voltenso. Lernst du auch irgendwann mal eine neue Attacke? Donner zum Beispiel. Donner finden wir in Sickle Subsidy. Ach, in Sickle Subsidy werden wir unsere Pokémon richtig verstärken können. Da werde ich den Zerschneider von Neotom entfernen. Weil der, ja, der ist eine VM und eher useless, diese Attacke. Die ist eher nur zur VM gedacht, deswegen habe ich Neotom auch zur Schneiderball gebracht. Und wir müssen den Surfer von Velser verlernen, weil Velser noch Taucher lernen soll. Oh, wie konntest du nur? Nimm die Sache doch nicht gleich so ernst. Halt, stopp! Okay. Oh nein! Okay, wir sind auf dem Weg zum Pyroberg. Ja, geht's ruhig zum Pyroberg, ist mir ganz recht. So, schneiden wir hier diesen Zerschneiderbusch. Okay, und hier ist die Safari-Zone, die werden wir uns allerdings noch nicht anschauen. Erst wenn wir, ja, vielleicht den nächsten Part oder so. Wenn ich Lust drauf habe, jetzt habe ich momentan wenig Lust. Jetzt möchte ich erst nach Sigurdsburg City hinkommen. Vor uns erhebt sich der Pyroberg. Er ist das natürlich gewachsene Monument der Geister, der von uns gegangene Pokémon. Also, hier am Pyroberg. Das Schild ist alt und verwittert. Die Worte sind kaum noch lesbar. Okay, ich rufe die Stadt an, die sollen hier ein neues Schild hinstellen. Welche Stadt kümmert sich denn darum? Wahrscheinlich gar keine Stadt. Gut, vielleicht finden wir irgendein Item. Ah, scheiß Geheimbasen, ich hasse Geheimbasis. Ich hasse Geheimbasis und fange jetzt wieder zum Singen, obwohl ich das gar nicht möchte. Naja. Also, wir werden im nächsten Part ja, sehr lang in Sickle Sub-City verweilen, würde ich sagen. Weil ich möchte noch Bären einpflanzen für einen Pokémon-Wettbewerb. Dann müssen wir noch zum Pyroberg, Safari-Zone, all den ganzen Müll halt, ne, was man so macht, wenn man in Sickle Sub-City ankommt. Nein, Safari-Zone noch nicht, erst im nächsten Part vielleicht oder im übernächsten. Mal schauen, je nachdem, wie ich Lust habe. Zusammen sind wir fortlos. Wir demonstrieren dir unsere Stärke. Ich trinke jetzt mal einen schnellen Schluck, weil ich langsam Husten anfange. Das ist nicht gut. Nicht gut zur tollen Erkältung. Keine Ahnung, ob Trinken Husten kuriert. Bin kein Arzt. Obwohl ich mit Vornamen eigentlich Dr. Kevin heiße, ne? Was? Doppeltick? Doppeltick, ja. Doppelkick meine ich. Nein, kein Powerpunch. Nein! Nicht Powerpunch! Wer hat diesen Lethal King Power Punch beigebracht? Das gibt's doch nicht. Hat bestimmt mein Vater ihm gegeben, um mich zu ärgern. Ich hasse meinen Vater.
Den kaufe ich nicht zum Vatertag dafür. Dieser Wichser. So, oh Mensch, oh. Schönen Dank auch. Mein Jungblut hat Geld gekostet. Ne, eigentlich nicht, aber ich sag's einfach nur so, damit es dramatisch klingt. Okay, Voltenzo. Komm her. Räche, Jungblut. Mit dein. Achso, Abdul ist dran. Was? Und räche Ding mit Donnerwelle. Er muss ja faulenzen, das heißt, ich nutze die Gelegenheit, um ihn zu paralysieren. Ist immer gut, und falls er einmal durch seine Paralysen angreifen kann, dann muss er wieder eine Runde aussetzen, und das ist wiederum gut für uns. Also ist Later King mit Paralyse sehr schwach. So, ich muss es immer angreifen, weil er jederzeit Power Punch einsetzen könnte. Und zwar mit Attacken, die immer treffen, nämlich Schockwelle und Aeroas. Gut, zum ersten. Und zum zweiten. Aeroas wird nicht so viel abziehen wie Donnerschock, weil auf Aeroas kein Step drauf war. Ey, hast du nicht gepennt, Leader King? Komm! Leg dich schlafen in deinem Pokéball. Ich helfe dir jetzt dazu. Bam! Okay, Volltreffer. Voltenze macht gute Arbeit. Voltenze macht gute Arbeit! Okay. Bitte vergib mir, Eva. Wer ist Eva? Egal, ist mir egal. Braucht auch euch nicht zu interessieren, wer Eva ist. Okay, und ich mach schnell Pause. Okay, hier bin ich wieder. Zwei Trainer, die ignoriere ich jetzt allerdings und geht zunächst nach Segel Subsidy. Die schöne Hafenstadt. Besser als Gravit Port City. Oh Mensch, Geradax. Tschüss, komm, Absol. Holen wir uns noch die zwei. Das müssten Nirgelbeeren sein, glaube ich, oder? Nanabären! Oh, wie süß! Nanabären! Will Nanabären einsammeln! Nanabären! Yay! Okay. Und jetzt zurück. Warum sei ich zurück? Wir waren ja noch gar nicht in Sega Subsidy. Ja, doch, eigentlich schon, allerdings im Saphir Let's Play. Sega Subsidy. Moment, Stimme verändern. Sega Subsidy. Wo das Land endet und das Meer beginnt. Ja, okay. Zunächst möchte ich in den Markt gehen und Items kaufen. TMs vor allem. Willkommen im Pokémon Center. Stadterkundung machen wir im nächsten Part. Zunächst möchte ich noch die ganzen Kleinigkeiten machen, die mir noch machen müssen. Und zwar können wir hier, obwohl das mache ich im nächsten Part, sonst vergesst es wieder. Wo können wir wissen, der Attackenverlierer hier? Nein, das ist nicht der Attackenverlierer. Wo ist der Attackenverlierer? Ist das der Attackenverlierer? Nein, das ist nicht der Attackenverlierer. Das ist der Wettbewerbshalle, das ist der Wettbewerbshalle, ey. Das ist der Hafen, das ist der Hafen, ey. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist ein Haus! Oh ja, das ist der Haus, richtig, du hast richtig gerade. Okay, wo ist denn der Docken verlernt? Das möchte ich jetzt aber wissen. Das ist ein Item. Topschutz, toll. Naja, besser ist nichts, ne? Positiv denken. Einfach positiv denken. Topschutz gefunden, wer? Yeah. Okay. Wo ist der Docken verlernt? Ernsthaft jetzt, ich hab keine Ahnung. Ich kenne mich in diesen Städten nicht aus. Hilfe, ich hab mich verlaufen. Da, Hilfe. Ist hier der Attackenverlerner? Hier? Das ist wahrscheinlich seine Villa, ne? Der Attackenverlerner hat viel zu tun und verdient dadurch jede Menge Geld, deswegen hat er jetzt so eine reiche Villa. Wahrscheinlich steht hier jetzt Attackenverlerner drauf. Sega Subsidy. Sega Subsidy Museum. Ausstellung von Pokémon Meisterwerken. Okay. Ja, hier ist die Maike. Ich möchte nichts mit der zu tun haben. Ich möchte zuerst den Attackenverlerner finden. Ist hier der Attackenverlerner? Ja, da ist er ja. Wir werden Pokémon-Attacken verlernt. Na also, perfekt, da möchte ich hin. Oh ja, ich bin der Attackenverlerner. Ich sorge dafür, dass die Pokémon ihre Attacken vergessen. Möchtest du, dass ich dir helfe? Ja. Welche Attacke soll eine Pokémon... ja. Welche Attacke soll ein Pokémon... Nee. Welches Pokémon soll deine Attacke vergessen? Ja genau, so wollte ich es haben. Nina Tom. Welches Pokémon soll vergessen werden? Ja, was wohl, Zerschneider. Das ist übrigens die einzige Möglichkeit, um vor allem Attacken wieder loszuwerden. Und tschüss, Zerschneider, ich brauch dich nicht mehr. Ja, komm,
quatsch mich nicht voll. Ich möchte jetzt noch die Server von Welser verlieren, wobei die braucht man nicht noch, ne? Oder soll ich mir dann einen vollen Slave holen? Moment, ich schau schnell. Eichstrahl werden wir verlieren müssen. Für Erdbeben später. Ich glaube, ich behalte noch Surfer fürs Erste. Und ja, das müsste passen eigentlich, ne? Fürs Erste. Fürs Erste. Wir werden wiederkommen. Und dann wieder. Und dann wieder. Und dann wieder. Oh, Telefon. Für mich. Moment. Hallo? Und dann wieder. Okay. blablabla. Ich habe mein Pokémon, keine Ahnung warum. Und jetzt würde ich sagen, machen wir die Route noch fertig. Die hier ist natürlich mit Speed. Weil ich ja noch nicht genug gespeedet habe in meinem Team Blau LP, da was gespeedet wurde. So, die müsste ein Pikachu haben, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Willst du mit meinem wunderhübschen Pokémon spielen? Nein. Und ja, Nichts mehr Part. Oh, ich mache mal schon Pause. Oh, hier bin ich wieder. Mein Vater wollte was von mir. Machen wir dieses Pikachu alle! Und zwar zog ich meinen Ass raus. Boah, das war nicht sehr effektiv und hat trotzdem zu viel. Nein, Statik! Abgezogen. Ja, Donner, ich bin noch ganz erschöpft, ich muss gerade was hochtragen, deswegen puste ich jetzt so. Weil ich aus Atem bin. Ach Mensch, scheiße, Sinelbeere. Oder Zitrobeere, was else? So, Eras! Oder Eras, wie auch immer. Und tschüss, Pikachu! Sag eine schöne Grüße von mir. Okay, das war auch Vanessa. So habe ich das aber nicht gemeint. Ja, wie dann? Für mich ist alles nur kämpfen. Immer muss ich kämpfen. Wenn ich einen Mann oder eine Frau sehe, die auf einer Route ist, muss ich kämpfen. Da werde ich irgendwie zum Amokläufer und muss gegen jeden kämpfen, den ich sehe auf einer Route. Mit meinem Pokémon habe ich alle vier Ecken der Welt bereist. Man könnte sagen, dass ich viel Vertrauen in meinen Können habe. Das wird dir nicht helfen. Nicht nachdem ich dein Pokémon zermatscht habe. Oh, Voltenso. Wer hat bitte schon einen scheiß Voltenso in seinem Team? Voltenso ist wohl das beschissenste Pokémon ever. Wer hat so einen scheiß Pokémon in seinem Team? Jeder, der einen Voltenso im Team hat, ist ein absoluter Idiot. Nein! Mein Voltenso wurde zurückgerufen. Oh, shit. Wechsel. Wahrscheinlich setzt er jetzt nur noch Bulle ein und dann muss ich hier wechseln und dann sitzen wir noch morgen hier. Wenn ich in die Schule mal wieder muss. Oh nein. Oh, Bulle. Ich kann in letzter Zeit nicht so viel aufnehmen, weil ich immer jeden Tag bis 5 Schule habe, außer dem Wochenende und am Freitag. So, bloß bin ich am Freitag immer beim Schachverein. Deswegen kann ich in nächster Zeit nicht so viele Parts machen bzw. aufnehmen. Ja, vor allem Splinter Cell wird darunter leiden müssen. Ich muss Splinter Cell jetzt dann immer am Wochenende machen. Leider, leider. Oh, gut gespielt. Das ist doch kein Spiel. Das ist Real Life. Pokémon ist Real Life. Für mich zumindest. Oh Mann. Dieses nervige Pokémon. Kann man es nicht einfach schießen? Kann er nicht einfach seine AK rausnehmen? So wie bei Smosh. Pokémon in Real Life 3, glaube ich, war es. Nee, Pokémon in Real Life 2 war es, ne? Ja. Pikachu, use AK-47 Attack. Pika. Okay, Carbon, was geben wir denn? Welches Pokémon wollen wir denn Carbon geben? Erhöht die Initiative. Ich glaube, es wäre für Absol ganz recht. Oh, geht sogar. Ich dachte gerade eben, das ging nicht. Gut, wir können jetzt nach Sekiro City jederzeit hinfliegen. Machen wir es auch gleichzeitig? Jetzt? Ja, ihr seht, wir haben jetzt jede Menge erkundet. Jeden Ort, bis auf den hier, den es im Meer gibt. Nämlich Moosbach City, Xeneroville und Floßbrunn und... wie heißt die Stadt? Prachtpolis City, genau. Ach verdammt, ey, warum benutze ich das nicht? Ich muss es ja verwenden. So, Sekiro Sub City, Fly Back und hier sind wir in Moosbach City. Ne, Moosbach City kann es auch sehr lange dauern noch. Bla bla bla, ich möchte nichts von euch und jetzt erwähne ich auch diesen Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Ich habe es ja heute ein bisschen anders kommentiert, als ich sonst normalerweise immer kommentiere, nämlich etwas lockerer als sonst. Im nächsten Part schauen wir uns die Stadt an, bringen unserem Pokémon ein paar neue TMs bei, die wir kaufen werden. Hyperstrahl zum Beispiel oder Donner für Voltenso. Und machen uns auf den Weg zum Pyroberg.
Also, nicht verpassen, Leute. Bis dann, servus.